Willkommen bei der Technik-Videowelt. Am 17.08.2016 haben wir unseren Kanal Technik-Videowelt auf YouTube online gestellt. Das ist rund 5 Jahre her und seitdem hat sich unglaublich viel getan. Wir haben rund 18.000 Abonnenten, wir haben rund 10 Millionen Aufrufe, rund 950 Videos, die wir auf diesem Kanal veröffentlicht haben und wir haben weitere Kanäle eröffnet. Wir haben uns immer wieder angepasst, immer wieder verändert und wow, was für eine Zeit. Heute möchte ich euch ein bisschen darüber erzählen, weil wir uns echt freuen. Bis gleich. Moin Leute, ich bin Alper und seit 5 Jahren kümmere ich mich um die Technik-Videowelt. Dabei war Technik-Videowelt gar nicht der erste Kanal, den ich gemacht habe, sondern eigentlich unser Schwesterkanal AI-Tipps und Tricks, der damals noch ganz anders hieß und wo ich meine ersten Videos online gestellt habe. Ich weiß noch genau, wo ich Videos über den Wii Weather Channel online gestellt habe, wo ich das einfach abgefilmt habe und gesagt habe, hey, wie cool, die Wii hat jetzt einen Weather Channel. Und dort habe ich mal die ersten Experimente gemacht, wie man denn Anleitungen machen kann. Ich weiß noch, ein Video gemacht habe, wie man den Home-Button beim iPhone 5, glaube ich, mit einer elektrischen Zahnbürste reparieren kann. Und das habe ich einfach mal so online gestellt und habe da einfach mal so ein bisschen rumgebastelt. Irgendwann habe ich dann festgestellt, wow, das ist ja etwas, was wirklich gut funktionieren kann. Und dann gab es eben die Technik-Video-Welt vor rund 5 Jahren. Auch dort haben wir ganz, ganz klein angefangen. Wir haben die ersten Videos online gestellt. Das war damals hauptsächlich zum Thema iPhone. Ich glaube, zum iPhone 7 haben wir, glaube ich, mit die meisten Videos damals gemacht. Und da wussten wir noch gar nicht, was gut funktioniert, was nicht und so weiter. Später kamen dann andere Geräte dazu. Und dann sind wir eben immer weiter mit der Technik-Video-Welt, mit den Tutorials gegangen und haben immer mehr Produkte vorgestellt, immer mehr auch Anleitungen, wie man etwas macht. Das war eine unglaublich spannende Zeit, weil wir uns immer weiterentwickelt haben, immer wieder geguckt haben, was kann man denn so tun. Wir haben uns Geräte gekauft, die dann einfach getestet, funktioniert das nicht. Und haben dann auch die ersten zarten Bände zu Herstellern geknüpft, um dann zu sagen, könnt ihr uns vielleicht mal eure Produkte zur Verfügung stellen, damit wir Videos machen können. Damals wollten auch kein Hersteller uns irgendwas schicken oder so. Also haben wir uns immer ausgeliehen oder gekauft und dann später wieder verkauft. Also eine unglaublich große Geschichte. Ja, Technik Video Welt hat dann eben immer weiter Videos produziert. Dann kamen wir dazu, hey, wir wollen immer mehr Videos machen. Ach, nehmen wir doch mal diesen alten Kanal, benennen den meine AI-Tipps und Tricks um und haben dort dann immer weitergemacht. Seit letztem Jahr, glaube ich November, haben wir jetzt wirklich angefangen, dort richtig viele Videos online zu stellen. Ich glaube, das sind, Sören, 3 Videos am Tag? Ja, 3 Videos am Tag haben wir teilweise jetzt momentan, die wir auf AI-Tipps und Tricks machen. Und Technik-Video-Welt haben wir eben auch anlässlich unseres Jubiläums auch dann eben angepasst. Wir haben ein neues Design, das habt ihr ja schon gesehen, und konzentrieren uns auf viel mehr hochwertigere Inhalte, wo wir eben ein Produkt etwas mehr beschreiben, wo es eben nicht mehr darum geht, einfach eine SIM-Karte einzulegen, sondern wo ich dann schon ein bisschen detaillierter auf bestimmte Themen eingehe, die euch interessieren. Und damit ihr eben auch mehr von uns seht und auch mehr redaktionellen Inhalt. Was beschäftigt uns? Welche Sachen sind da? Worüber sollte man nachdenken? Und ich bin total gespannt, wie es so die nächsten Jahre weitergehen wird. Ich finde es total toll, dass einige von euch Namen, die ich immer wieder in den Kommentaren sehe, die immer wieder uns motivieren und sagen, das habt ihr gut gemacht, aber auch wenn wir mal Kritik bekommen, das hättet ihr besser machen können. Das finde ich immer richtig klasse. Es hatte zum Beispiel einen Grund, warum wir uns ein Rode-Mikrofon hier geholt haben, weil einige als wir das erste Mikrofon geholt haben, es war halt ein etwas billigeres Modell. Da haben halt einige gesagt, der Ton ist nicht gut. Da haben wir gesagt, komm, dann nehmen wir das Geld in die Hand und kaufen uns mal ein besseres. Deswegen ist der Ton jetzt auch viel, viel besser. Und all das, was wir so machen, das ist für mich eine unglaublich spannende Entwicklung. Es kamen auch immer wieder Menschen dazu, die bei uns eben Videos mitgedreht haben. Dann sind die dann einen anderen Weg eingeschlagen. Und unser Team verändert sich natürlich immer, so wie das überall so ist. Aber das ist eine wirklich ganz, ganz tolle Sache. Also vielen Dank an alle, die damals vielleicht schon dabei waren, die irgendwann dazugestoßen sind und heute noch mit dabei sind. Wir versuchen auf jeden Fall eine große Palette abzudecken. Hier bei Technik Video Welt geht es eben in Zukunft mehr wirklich um qualitativeren Content. Und da sage ich jetzt einfach mal, und bei AI Tipps und Tricks geht es auch wirklich um mehr Geräte. Wir wollen eine breitere Masse abdecken. Wir haben also dort von Vivo, von Xiaomi, von allen möglichen Herstellern eben Hinweise und Tipps, was man dort machen kann. Natürlich auch zum Thema iPhone. Ich glaube, wir haben beim iPhone jetzt, ich weiß
weiß es gar nicht, 30, 40 Videos gemacht, also zum neuen iPhone 13. Und da seht ihr auch schon, dass wir da unglaublich viel Power reinstecken, damit das Ganze auch so gut funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Ich hoffe, dass ihr in den nächsten Jahren hoffentlich noch mit dabei seid. Wichtig ist mir immer, dass ihr uns sagt, was wir besser machen können. Ich finde schon super klasse, wenn ihr uns Fragen stellt, hey Alper, ich habe das und das nicht ganz verstanden. Wir müssen noch so einen passenden Feedback-Kanal finden. Wir haben auch schon mal so ein Livestreaming-Event gedacht, haben wir noch nie gemacht. Könnten wir vielleicht auch mal machen, wo wir einfach mal sagen, hey, wir machen jetzt mal ein Livestreaming-Event und ihr stellt uns eure Fragen oder so. Das wäre mal eine ganz coole Sache. Wie fändet ihr das? Wir haben auch schon überlegt, ob Leute uns vielleicht eine WhatsApp schicken sollen, wenn sie Fragen haben oder so. Da haben wir natürlich so ein bisschen Sorge, dass dann auf einmal unser Kanal zum Support-Kanal wird. Das wollen wir ja gar nicht so direkt machen. Aber vielleicht gibt es das ein oder andere Feedback von euch, wo ihr sagt, hey, macht doch mal dazu mal mehr Videos. Oder das und das fände ich besonders interessant, wenn ihr mal darauf einsteigt. Vielleicht wollt ihr auch mehr wieder mal zu PS5 sehen oder so, ne? Keine Ahnung. Geräte haben wir zum Glück ja da. Also von daher, da überlegen wir, sind wir auf euer Feedback gespannt, was ihr uns so erzählt, was ihr gut findet, aber eben auch was nicht. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, ansonsten nochmal vielen, vielen Dank für euren Support über all die Jahre, 5 Jahre Technik-Videowelt und auf die nächsten mindestens 5 Jahre. Wir machen weiter, versprochen. Und ja, herzlichen Dank und bis dann. Tschüss.